Ja, herzlich willkommen zur Kaffeepause Nummer 6 oder 7. Welche ist es? Ich weiß es nicht. 6 ist es jetzt. 6, okay. Herzlich willkommen zur Kaffeepause Nummer 6. Und zwar geht es heute um das Thema Bewertung von Immobilien und wie man den richtigen Preis findet, aus Käuferperspektive, aus Verkäuferperspektive, aus Maklerperspektive. Sollte es eigentlich immer die gleichen Methoden angewandt werden? Und wir wollen euch mal einen Einblick geben, wie wir Immobilien bewerten und fangen einfach mal relativ straight damit gleich an. Ich bin der Marcel. Ich bin Johannes. Genau. Und wir nehmen euch da mal mit und lassen euch einen Einblick geben hinter unsere Immobilienmaklerwand, wie wir denn Immobilien bewerten. Genau. Also aus Maklerperspektive das Ganze jetzt nicht gutachterlich korrekt mit einem Zips und Zap, sondern wie wir Immobilien bewerten. Ja. Fangen wir mal an mit Punkt 1. Was ist denn aktuell die gängigste Form? Es gibt ja mehrere Formen, wie man Immobilien bewertet. Es gibt das Sachwertverfahren, es gibt das Vergleichswertverfahren, es gibt das Ertragswertverfahren. Wollen wir vielleicht mit dem Sachwertverfahren beginnen oder womit würdest du gerne beginnen von der Vorgehensweise? Es gibt noch das Residualwertverfahren auch, Bauträgermethode. Ah, ja. Können wir auch noch mal mit kurz drüber sprechen nachher. Finde ich auch gut. Ja, also lass uns mal mit dem Vergleichswertverfahren, würde ich sagen, starten. Ne? Also ich habe jetzt halt vor kurzem jetzt auch ein Video aufgenommen zum Thema Bewertungsmethoden. Da habe ich das schon mal so straight komplett durchgezogen, so das Thema. Aber wir können jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht einfach lockerer drüber plaudern. Ja, also für den, der halt wirklich den harten Content möchte, eng zusammengetaktet. Der nimmt das Video vielleicht, das ist dann ganz komprimiert so. Genau, ne? Und wer ein bisschen suffisanter mal ein paar Stories hören möchte, der bleibt hier heute dabei. Ja. Machen wir Vergleichswertverfahren, würde ich sagen. Ja. Also Vergleichswertverfahren ist natürlich das Verfahren, das am Markt nächsten ist. So, ne? Also wenn man weiß, halt, welche Immobilien halt in der Nachbarschaft irgendwo verkauft worden sind, die ähnliche Ausstattungszustandscharakteristika haben, wie die Immobilie, die zu bewerten oder zu kaufen oder zu verkaufen ist, dann kann man das Vergleichswertverfahren oder sollte man eigentlich immer das Vergleichswertverfahren nehmen. Ne? Genau. Ich meine, das Vergleichswertverfahren beruht natürlich auch immer auf historischen Daten. Ne? Ja. Also egal, ob man da jetzt eine Kaufpreissammlung vom Gutachterausschuss bekommt, die man dort anfordert, oder ob man ja auf eine Datenbank dazugreift, wie wir das machen. Aber das kannst ja du vielleicht mal erklären, wie wir im Moment das Vergleichswertverfahren so nutzen da. Ne? Genau, also wir nutzen aktuell eine Datenbank, IMV. Das ist halt ein Service, wo quasi ein Crawler hintersteckt, der versucht, alle Angebote, die irgendwo veröffentlicht werden, inklusive Zeitungsanzeigen auch, zu crawlen. Und wir haben da, wie gesagt, Zugriff auf die letzten 3 Jahre Daten als Datensatz. Nee, mittlerweile die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, fast sogar. Echt? Ja. Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Also das ist natürlich dann nochmal sehr, sehr spannend. Und es ist so, dass wir an der Stelle einen Datensatz bauen, also rein wissenschaftlich. Ne? Man braucht so eine Stichprobe, am besten immer so 50 vergleichbare Datensätze. Das heißt, eine Wohnung in Hamburg würden wir dann im Stadtteil versuchen, in der Straßenlage dann halt, sage ich mal, einen Datensatz zu bauen. Wenn jetzt die Wohnung zum Beispiel 70 Quadratmeter groß ist, dann würde ich halt sagen, okay, wir bauen einen Datensatz 60 bis 80 Quadratmeter, Baujahr, 20 Jahre auch drumherum. Also wenn es ein 70er Baujahr ist, dann würden wir halt von 60 bis 80 uns diese Wohnungen, die dort gehandelt wurden, anschauen. Das ist ja interessant. Bei uns in Lübeck, also 50 Datensätze kriege ich hier in Lübeck nicht zusammen. Ja, okay, wir kriegen also, das auf Stadtteilebene ganz locker. Ganz locker. Nee, ich glaube, also sogar zurückblickend nur ein Jahr. Also mir reichen da schon 10 Datensätze aus. Also 10 Datenpunkte. In den meisten Fällen schränke ich sogar nicht mal ein in der Quadratmeterzahl. Ach echt? Okay, das ist krass. Nee, wir haben ja genug Daten. Ja, dann muss man es einschränken. So, und dann können wir halt gucken, wie lange sind diese Immobilien mit diesem Angebotspreis inseriert worden. Wir sehen sogar Preissprünge nach unten, also eine Preiskorrektur nach unten. Wir sehen auch Preiskorrektur nach oben von den Immobilien. Das heißt, wir können dann auch relativ genau sagen, ob diese Immobilien dann auch wirklich zu diesem Preis verkauft wurden. Wie gesagt, man sieht auch die Dauer, ne? Wie lange die Angebotsdauer. Also wann wurde das die Immobilie zuerst inseriert, wann wurde sie das nächste Mal inseriert. Ja. Ja. Und wann ist sie offline gegangen. Ja. Genau, und auf Basis dieser Datensätze können wir dann einen sehr spezifischen Marktbericht bauen für diesen Stadtteil, vielleicht sogar auch für diese Straßenecken, um die es dann geht.
Und ja, und dann haben wir halt am Ende, denke ich, einen relativ genauen Datensatz. Meistens haben wir dann auch Daten aus dem gleichen Haus. Mhm. Also wenn es große Häuser sind, also bei Mehrfamilienhäusern, oder halt, wir haben auch Daten aus der direkten Nachbarschaft. Und meistens ist es so, wenn man dann halt dem Kunden dann das Vergleichswertverfahren zeigt, wenn man denen den Datensatz zeigt, dann sagt er, ach ja, das ist Herr Müller gewesen, mein Nachbar. Er erkennt ein paar Objekte wieder. Mhm. Also wie gesagt, man geht mit dem Kunden dann halt auch, wie gesagt, mit dem Eigentümer das dann auch sehr detailliert durch. Ja, stimmt. Ja. Die Eigentümer erzählen dann manchmal auch beim Ersttermin so, ja, Mensch, hier wurde halt eine Wohnung schon verkauft da und ja, da. Genau, und genau. Man findet die dann plötzlich wieder in der Datenbank. Ja. Und relevant für den echten Wert sind dann meistens in der Tat dann wirklich diese Cases, diese ein, zwei, drei Objekte, die dann halt wirklich in der Nachbarschaft gehandelt wurden, die meistens dann hoffentlich dann auch relativ zeitnah gehandelt wurden. Und dann kann man darauf aufbauend dann doch recht nah auch einen Vergleichswert erzielen. Also ich erzähle mal, wie ich es dann mache. Ich habe dann meistens immer halt, ich sortiere die Kaufpreise pro Quadratmeter Wohnfläche dann absteigend. Ja. Und kriegt dann halt meistens irgendwo eine Linie. Ja? Und dann kann man halt davon ausgehen, so dass das Durchschnittsobjekt irgendwo halt in der Mitte ist. Ja? Bei Häusern ist das dann halt Baujahr 1990, ja? 900 Quadratmeter Grundstücksfläche, 140 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, das ist das deutschlandweite Durchschnittseinfamilienhaus. So, ja? Habe ich irgendwann mal bei Ihrem Vorwerk mal geguckt, ist wirklich auch überregional immer derselbe Durchschnitt eigentlich. Und dann kann man halt dann sehen, dass die Kurve halt oben abknickt und unten halt abknickt. Ja, dann gibt's halt irgendwo einen Liebhaberbereich oben, ja, oder vielleicht überteuerte Objekte. Und ganz unten gibt's halt irgendwo welche, die vielleicht die Immobilien zu günstig angeboten haben oder halt stark renovierungsbedürftig sind oder irgendwelche deutlichen Nachteile sind. Ja. Und dann die gerade Linie, die so zwischen diesen zwei abknickenden Bereichen halt ist, so da spielt sich dann meistens der Markt ab. Und da kann ich dann halt relativ gut statistisch zumindest dann halt sehen, bis wohin wo Preisobergrenze, sage ich jetzt mal, ist für ein Top-Objekt anscheinend, top ausgestattet, Top-Zustand, und wo die Preisuntergrenze ist, sage ich jetzt mal, wirklich eine runtergekommene Immobilie, sehr stark renovierungsbedürftig, wie auch immer. Ja? Mhm. Und in der Mitte ist dann, wie gesagt, dieses Durchschnittsobjekt und dann von dort aus orientiere ich mich dann. Mhm. Das ist dann aber auch Marktgefühl, Maklergefühl, sage ich jetzt mal, so dass ich dann halt habe, Erfahrungen, wo ich dann sage, so okay, hier irgendwo in dem Bereich wird die Immobilie halt sein. Dann kann man dann nochmal so in den direkten Vergleich gehen. So, okay, welche Punkte stehen jetzt hier direkt daneben? Ja, welche Immobilien sind das? Mhm. Kann vielleicht dann sogar auch nochmal die Texte und Eckdaten und Bilder sogar in der Datenbank haben dann nochmal sehen. Haben wir oft auch noch gespeichert mit drin. Ja. Und ja, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, so okay, wo kann die Reise da hingehen? Und was ich auch manchmal noch mache, ist Ausreißer rausnehmen. Ja, die Ausreißer, genau. Ja, das mache ich vorher aber schon, dass ich die Ausreißer halt rausnehme. Das ist auch ein wichtiger Punkt. So Klassiker sind halt die eigentlich so bevor ich Versteigerungen also, oder so. Ja, genau. Ja, oder es gibt auch viele Neubau-Projektfirmen, die dann einfach Immobilien inserieren, die es eigentlich gar nicht gibt. So nach dem Motto, wir haben hier ein Grundstück und machen hier irgendwo Neubau. Ja. Die nehme ich meistens dann auch raus. Genau. Nee, aber was ich sagen wollte, ich schaue dann manchmal auch auf den Bildern so, okay, wie ist die Immobilie präsentiert gewesen, oder auch von wem wurde die Immobilie angeboten, wo ich dann halt weiß, so, okay, in unserer Vermarktung, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, aber nicht schlimm, in unserer Vermarktung, glaube ich, mit einer besseren Präsentation, mit unserer Methode kriegen wir das noch besser hin, als der das da hingekriegt hat mit seinen mit seinen Fotos. Klar, das kommt natürlich auch noch hinzu, dass man dann halt das analysiert und natürlich auch man extrapoliert ja. Das heißt quasi, man versucht auf Basis der aktuellen Daten, die sind ja vergangen, zu sagen, okay, vor einem halben Jahr wurde ein Haus in der Straße für den Preis gehandelt. Seitdem sind die Preise aber auch weiter gestiegen im gleichen Maße. Und dann sagen wir, okay, wir versuchen, einen besseren Preis dann nochmal zu erzielen als der vor uns. Ja, das ist für mich eigentlich immer so die Rechtfertigung, weshalb ich sage, so, okay, das sind ja Angebotspreise, die wir da analysieren und nicht direkte Verkaufspreise. Das ist auch eine gute Argumentation. Dass sich das da irgendwo halt wieder aufhebt, weil das halt vergangene Daten halt sind. Und okay, statistisch dann der Markt im letzten Jahr irgendwie 5-10% weitergegangen ist. Ne? Oder teilweise zur jetzigen Zeit geht das halt. Oder in manchen Städten sogar teilweise 20%, wie ich gerade gelesen habe. 20%. Ja, oder 20, ja, das ist halt krass. Ne? Das ist extrem. Ja, aber was man jetzt hier schon merkt, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das zu sagen, und das erzähle ich auch allen Eigentümern immer, das erzähle ich auch allen Kollegen, die eine Immobilienbewertung, das ist
für mich ist das immer wie Glaskugel schauen. Ja, klar. Also, und ja. das ist auch bei jedem Gutachter so, ja, egal wie toll da die Bewertung und die Systematik aussieht, so, ja, das ist so immer echt so, okay, jetzt würfeln wir mal so, ja, naja, und dann halt, gucken wir, wie uns die Zahlen gefallen, so, genau. So wie knüffeln so ein bisschen. Ja, ne? Es hilft, aber ich sage jetzt mal so, es ist halt wichtig, dass diese Bewertung halt so genau wie möglich gemacht wird, stimmt. Damit man dann dem Käufer und auch der finanzierenden Bank das dann halt auch zeigen kann und sagen kann, hier, meine Freunde, genau so sieht es nämlich aus. Also wir haben das hier sehr detailliert analysiert, einfach auch um dem Käufer das Gefühl zu geben, okay, das Objekt wurde, also der Makler hat seine Hausaufgaben gemacht, und er hat das Objekt richtig eingewertet. So. Entscheidend ist immer nachher zum Schluss, was ist jemand bereit für die Immobilie zu bezahlen. Klar. Das ist der Marktwert. Ja, ja, das ist der Marktwert. Und deshalb sage ich halt so, okay, die Bewertung so ist für mich als Makler dafür ausschlaggebend, so okay, wo setze ich den Preispunkt an, dem Angebotspreis nachher. Mhm. Ja. Genau, und dann, klar, der Preis, den man dann selber setzt, man hat einen Marktwert errechnet, der Angebotspreis ist natürlich dann wiederum mit einer Verhandlungsmasse, wir sagen immer so 5% ungefähr, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es halt ein Liebhaberobjekt ist, wo man halt sagt, okay, es könnte halt sein, dass da auch dementsprechend noch ein Liebhaber kommt, ja, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da mit umgeht. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man vielleicht auch gerade bei so Liebhaberobjekten, ich sag kurz mal so, man hat eine Reddachkarte, ja, in Schleswig-Holstein, in einer besonderen Lage. Man hat natürlich kein anderes Vergleichsobjekt in einem Dorf oder in der Umgebung. Was macht man da? Da geht es dann wirklich um viel um Erfahrung auch. Ne? Das sind dann wirklich auch so Objekte, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wo dann halt wirklich auch mal man einen Makler fragen sollte, der halt viele Reddachkarten makelt. Zum Beispiel wir. Wie viel ist denn die wirklich wert? Weil man es wirklich eigentlich gar nicht so richtig aus Daten herauslesen kann. Ja, gut, eine Reddachkarte oder auch so ein Altstadthaus jetzt hier in Lübeck zum Beispiel. Oder ein Altstadthaus in Lübeck. Das sind halt Liebhaberobjekte. Ne? Ja. Jetzt haben wir schon relativ viel über das Vergleichswert so ein bisschen gesprochen. Genau. Vielleicht machen wir jetzt noch mit dem Sachwertverfahren weiter. Sachwertverfahren finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das Sachwertverfahren ist ja im Grunde von der Struktur her, man schaut sich den Bodenrichtwert an, man schaut, wie viel Quadratmeter Grundstück liegen denn vor und weiß natürlich, dass nicht der Bodenrichtwert für die gesamte Fläche des Grundstücks gilt, sondern meistens immer so, ich sage jetzt mal 30-40%, 60% sind Gartenland. Es kommt immer ein bisschen auf die Größe des Grundstücks an. Ne? Ja, das machst du, also im gutachterlichen Verfahren machst du es mit diesem Umrechnungskoeffizienten. Richtig, dann genau. Nachher, ne? Also ich rechne das mit dem Umrechnungskoeffizienten. Okay. Ich rechne meistens aber tatsächlich auch nur das vereinfachte Sachwertverfahren. Ja. Wir haben auch ein Tool wirklich, mit dem man auch das ganz exakte Sachwertverfahren dann berechnen kann. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt häufig im Prinzip sehr ähnliche Ergebnisse rauskommen. Genau. In dem anderen Video habe ich es auch ganz kurz erklärt. Also ich kann es auch hier ganz kurz nochmal sagen. So, gerne. Einfach Bodenrichtwert mal Grundstücksgröße. Ja, wenn man will, kann man auch einen Umrechnungskoeffizient da raussuchen oder nicht. Genau. So, und dann geht es ja dann darum, auch dann den Zeitwert des Gebäudes zu berechnen. Genau. Und da gehe ich dann zum Beispiel von 2.300 Euro pro Quadratmeter Neubaukosten aus. Das ist schon okay. Ich würde es bei einem Haus. Ja, bei einem Haus, ja. Bei einem Familienhaus würde es wahrscheinlich sogar höher sein, ne? Ja, Mehrfamilienhaus, ehrlich gesagt, rechne ich selten. Also vielleicht rechne ich es, aber sage halt so, okay, die Ergebnisse nachher werden hinten raus auf jeden Fall höher sein als das, was beim Sachwertverfahren rauskommt. Das stimmt, ja. Also es ist sowieso meistens so, dass der tatsächliche Verkaufspreis über dem Sachwertverfahren liegt. Ja. Also meine Erfahrung, zumindest jetzt hier in unserer Gegend, immer. Liegen die tatsächlichen Verkaufspreise nachher 10-20% über dem, was das Sachwertverfahren dann da ausspricht. Also mindestens. Der Gutachterausschuss, die versuchen dann halt da mit so einem Marktanpassungsfaktor dem gerecht zu werden. Aber nochmal zurück dann zu dieser Berechnung, 2.300 Euro Neubaukosten und dann ziehe ich 1% pro Jahr Wertverlust ab. Also wenn ich eine Immobilie jetzt mal einfach gerechnet mit 100 Quadratmetern halt habe, ja, dann habe ich 100 mal 2.300 Euro pro Quadratmeter Neubaukosten und ziehe dann 1% pro Jahr dort ab. Und dann hat man so eine ungefähre Bierdeckelrechnung. Wobei, wie gesagt, 2.300 Euro, ich sage dir ganz ehrlich, Fibrock, kriegst du nicht unter 3.000? Ja, mit Zip und Zap, den du dann auch natürlich reininstallierst dann in die Wohnung, in das Haus, dann bist du natürlich sofort bei 3.000, vielleicht sogar noch drüber. So, Also vielleicht
das muss man halt anpassen jetzt über die Zeit. Also vielleicht muss man jetzt echt schon sagen, 2,5 ist eigentlich ein fairer Wert, weil halt die Baukosten so stark gestiegen sind. Aber ich finde es trotzdem, wichtig, dass man halt das Sachverfahren sauber ausrechnet, weil das ist ja am Schluss auch das, was den Beleihungswert ausmacht für eine Bank. Wie richtet sich der? Ja, genau. Ja, die Banken, die rechnen natürlich einen Beleihungswert. Die rechnen aber natürlich auch absichtlich extra niedrig, weil eine Bank ist ja auch lieber vorsichtig. Die rechnen dann gerne mit, ich glaube, LoRa. Ja, genau. Dann kommt der Sachverständige häufig dann mit dem iPad vorbei, tippt das dann nur direkt in das LoRa-System halt ein, drückt unten auf den Knopf, fertig. Ja. Ja. Das ist halt auch ein ziemlich gutes Tool. Kriege ich oft sehr oft empfohlen, ist halt jetzt, sage ich mal, für die Bewertung. Müssen wir uns nochmal anschauen. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja. Dann ganz kurz zum Sachwertverfahren vielleicht noch. Es ist ja so, dass quasi die Steine und dann der Boden zusammengerechnet wird, dann hat man halt an der Stelle den Sachwert und der liegt halt meistens unter dem Vergleichswert. Ich glaube, ansonsten gibt es da halt eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen, ne, würde ich sagen. Ja, ist in der konkreten Ausrechnung ziemlich kompliziert, wenn man das gutachterliche Verfahren nimmt. Wenn man uns jetzt zuhört, in der, Erklärung jetzt aber im tagtäglichen Doing, zumindest für uns als Makler, wir nutzen es halt relativ einfach. Meistens. Ja, denke ich auch. Ich denke, das ist auch okay an der Stelle, das so einfach mal kurz abzukürzen. Wie gesagt, die Details werden wir dann auf jeden Fall verlinken und wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt. Ja, und dann das Ertragswertverfahren. Genau, ja. Ertragswertverfahren, auch in der gutachterlichen Methode, mega kompliziert. Ja. Da wird dann erstmal der Bodenertragsanteil rausgerechnet. Und dann nur der Gebäudeertragsanteil gerechnet und dann nachher mit dem Bodenrichtwert wieder der Boden wieder zugeschlagen. Okay. Ja, wir benutzen meistens die Maklermethode. Genau. Multiplikatormethode. Auf den Rohertrag sogar, also nicht auf den Reinertrag. Reinertrag ist der Rohertrag minus nicht umlagefähige Kosten. Wir nehmen einfach die Kaltmiete, um das mal so zu beschreiben. Eine Wohnung bringt halt 500 Euro Kaltmiete, sie ist aktuell vermietet. Also das Ertragswertverfahren bietet sich natürlich insbesondere bei vermieteten Immobilien auch an. Bei einer freien Immobilie kann man halt vielleicht dann doch eher das Vergleichswertverfahren anwenden. Also ich sag mal 500 Euro mal 12, dann sind wir bei 6.000 Euro. Mhm. Dann gucken wir, wo die Wohnung liegt. Mhm. Und dann gibt's dann halt, sage ich mal, sozusagen, ich nenne es jetzt mal Faktoren. Ja, wenn du eine Wohnung in Hamburg kaufst um die Alster, dann kriegst du den leider wahrscheinlich nicht unter 1,5%. Mhm. Also umgerechnet an Mietzins, pardon. Und das umgerechnet wären das dann ja an Faktor 40 oder 45, wenn es gut läuft. Ne? Das heißt, du nimmst die 45 mal 6.000. Ja, Hamburg geht ja so bei 30-fach los. So, ne? Ja, also habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Genau, das ist halt eine Wertsicherung, die da betrieben wird. Wohnungen gehen bei 30-fach los, genau. Und dann bis Open End. Also da wird dann halt einfach nur noch Wertsicherung betrieben, wunderschön. Oder man hofft auf eine Wertsteigerung. Ja? Wobei das halt auch nicht mehr wahrscheinlich so steigt in der Zukunft. Wir wissen es halt nicht. Wie Gerum, die berühmte... Ihr kennt sie, wir haben sie immer noch nicht. Wir brauchen eine Glaskugel, glaube ich, langsam. Ja. Muss ja mal weltweit eine Glaskugel haben, werden wir auf jeden Fall, die werden wir dann hier zuholen. Genau. Bei Mehrfamilienhäusern ist es natürlich dann wiederum bei den Faktoren, die sind ein bisschen besser teilweise. Also da geht, sag ich mal, in Hamburg bei Faktor, 27, 26 los. Ne? Mhm. Also haben wir jetzt gerade auch ein Objekt in Finkenwerder für den Faktor im Angebot. Und dann geht es natürlich aber auch bis zur Alster hin auch wieder Open End. Je nachdem auch, wie es vermietet ist. Ich würde mal sagen, bei uns jetzt so 200 bis 250.000 Einwohnerstadt. Ja. Die meisten Objekte bewegen sich, würde ich sagen, so zwischen 18 und 30-fach. Ja, das ist auch realistisch. Und natürlich, klar, auf den Dörfern oder in den C-Lagen, auch in kleineren Städten in Deutschland oder auch einfach Städten mit einer schlechteren demografischen Struktur, wo halt viele wegziehen gerade, es können auch große Städte sein, da kriegt man natürlich dann auch noch diese berühmten 10%, aber die sind halt, wie gesagt, nicht so häufig zu finden in Städten mit guten Infrastrukturen. Ja, so war das früher, ne? Genau. Da hat man zum Zehnfachen gekauft. Eine Immobilie, die kauft man zum zehnfachen Multiplikator. Eine Immobilie, die muss in 10 Jahren, muss sie sich selber abbezahlt haben. So war das früher. Ne? Ja, genau. Das würde mein Opa auch so sagen, glaube ich. Ja. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum nächsten Punkt, den du noch eingebracht hast, jetzt nach dem Ertragswertverfahren, und zwar das sogenannte
Residualwertverfahren. Vielleicht erzähl da noch mal was kurz zu. Ja, ich glaube, das Residualwertverfahren haben halt super wenige so auf dem Radar. Insbesondere für Grundstücke kommt das ja zum Einsatz. Also ja. Grundstücke, wo ich mehrere Wohneinheiten dann darauf bauen kann als Bauträger oder vielleicht auch als Investor, um sie dann nachher zu halten. Also insbesondere bei solchen Grundstücken, da rechnet man eigentlich oder sollte man eigentlich mit dem Residualwertverfahren rechnen. Das ist sozusagen das Verfahren, das halt die Bauträger dann halt benutzen. So, okay, komme ich hier mit meiner Kalkulation hin, mache ich hinten raus Gewinn, genau. Wie viele Baukosten habe ich, ja, für wie viel kann ich mir leisten, das Grundstück anzukaufen. Ja. Ja. Habe ich in dem Bewertungsvideo auch ganz kurz nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ist ja mein Steckenpferd, weißt du ja. Ja, ich liebe ja Grundstücke. Ja, du liebst Grundstücke und du rechnest ja auch hin und her. Und ja. Ich habe bei uns ja auch so eine mega krasse Excel-Tabelle dann gebaut mit Szenario-Betrachtung. Die können das wir eigentlich mal der Audience zur Verfügung stellen. Ja, wollte ich auch ganz gerne nochmal machen. Ich muss mal gucken, wann ich dazu komme. Der Punkt ist halt beim Residualwertverfahren. Ja. Man hat halt riesen Hebel hinter den Annahmen. Ja, die Annahme ist ja, die erste Annahme ist ja schon, wie viel Wohnfläche bekomme ich auf das Grundstück? Ja? Zu wie viel Wohnfläche kann ich dann nachher verkaufen? Ja? Und da muss man ja schon in die Zukunft eigentlich prognostizieren, weil die Neubaukosten heute ja eventuell nicht dieselben Neubaukosten sind wie in 2 Jahren. Ja? Wenn dann tatsächlich da mal gebaut wird und abverkauft wird, dann habe ich Baukosten und... Wobei die Kaufpreise sind auch nicht die gleichen. Also man muss hoffen, dass die Kaufpreise weiter steigen, weil die Baukosten auch weiter steigen. Ja, genau, ja klar. Okay, die Baukosten steigen halt auch so. Ja. Ja. Und dann hat man noch als vierte Variable in dem Residualwertverfahren dann natürlich, wie viel Gewinn plant man als Bauträger ein. Ja. Ne? Und da gibt es halt Bauträger, die kalkulieren mit weniger, die geben sich mit weniger zufrieden. Und dann gibt es Bauträger, die sind erfolgsverwöhnt und sagen, unter 30% oder noch mehr gucke ich mir ein Grundstück gar nicht erst an. Ja. Also ich würde mal sagen, die meisten sind so zwischen 15% und 25% unterwegs. Genau, das denke ich auch. Und ja, aber wenn man da, wenn man diese Rechnung einmal aufmacht, ja, auch in der Tabelle, und dann tauscht man mal die Baukosten, ja, von 2.300 zum Beispiel auf 2.500 oder 2.600, ja. Da hat man Ausschläge in den Beträgen, die man sich leisten kann, für das Grundstück auszugeben. Ja, das ist irre. Ja, gerade wenn die Grundstücke auch groß sind und man so viel drauf bauen kann. Ja. Dann machen halt einen Quadratmeter Verkaufspreis, wenn man da 200 Euro mehr bekommt, vermutlich im Verkauf, machen halt richtig viel aus. Ja. Also. Und Baugrundstücke sind unheimlich schwer zu kalkulieren. Deshalb ist es, glaube ich, auch so ein risikoreiches Geschäft halt auch für Bauträger. Ne? Wenn da unvorhergesehene Sachen dann noch passieren, ne? Es muss, keine Ahnung, noch eine Pfahlgründung machen, ne? Was du vorher nicht mit einkalkuliert hast. Ja. So, ja? Oder du musst die Tiefgarage bauen, dann wird es natürlich halt echt teuer. So, ja? Ja. Also mal ein Beispiel zu geben, ganz konkret, 1000 Quadratmeter Grundstück, hat eine GAZ von 0,4, man kann 40% überbauen. Ja, man kann dort 2+Staffeln bauen, weil W2O sagt der B-Plan. Das heißt, wir kommen dann am Schluss 400 mal 2,66, sagen wir, berechnen das Staffelgeschoss mit 0,66. Ich sage jetzt mal, das sind bummelig 1000. Bitte lass es mich jetzt, sind ein bisschen über 1000, ja. So, diese 1000 Quadratmeter BGF, die muss ich dann nochmal runterrechnen, mal 0,8, weil man zieht ja die Flure ab, den Keller und irgendwelche anderen. Wände. Die Wände, ja, das heißt, von der Bruttogeschossfläche geht man runter auf die Netto-Wohnfläche, das sind dann bummelig 800, ja. Also wie gesagt, nagel den hier bitte nicht drauf fest. So, und dann diese 800 Netto-Wohnfläche, die nehme ich dann mal dem potenziellen Verkaufspreis, das man dort bekommt für ETWs. In Hamburg geht es halt los bei, ich sag mal, 5.000 in Randbezirken, wenn überhaupt. Ja. Dann sind wir schon bei 5,5 wahrscheinlich jetzt schon. So, und dann habe ich halt dann, sage ich mal, ein Verkaufsvolumen von insgesamt 4 Millionen bei 5.000 gerechnet. 800 mal 5.000, knapp 4 Millionen. So, und dann weiß ich, alles klar, abzüglich der Baukosten. Ne? Die Baukosten sind halt 2,5 oder 3, ja, sagen wir mal. Dann kann ich mir halt so und so viel fürs Grundstück leisten. Also bummelig, sage ich mal, ich ziehe jetzt die 5.000, von den 5.000 ziehe ich 3.000 ab. Oh, das riecht recht, das ist schon richtig konkret. 2.000 bleiben dann übrig. Diese 2.000 nehme ich dann mal halt den 800 Netto-Wohnfläche, das heißt das sogenannte Vorlast. Dann habe ich einen Kaufpreis fürs Grundstück von 1,6 Millionen, was ich mir maximal leisten könnte. Da müsste man natürlich noch Puffer einbauen und Risikoabschläge. Dann sind es halt nicht 1,6 Millionen, sind es halt von mir aus 1,2 oder 1,3 Millionen. Aber das ist so das, was man halt an der Stelle, denke ich, wissen müsste. Ne? Also
Ja, und so gehen wir da halt auch eine Bewertung vor. Und ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Verfahren. Und du hast recht, es machen da draußen ganz viele bei dem Thema richtig Fehler. Ja. Verlieren Geld ohne Ende. A, weil sie gar nicht B-Pläne lesen können. B, weil sie keine Ahnung haben, wie der Bauträger rechnet. Wir hatten vor 2 Jahren hatten wir auch eine Geldwäscheprüfung. Und da ist insbesondere dann halt ein Grundstück ja oder ein Objekt dann auch herausgestochen, wo dann die Prüfer dann auch nochmal mehr zu wissen wollten. Ja. Da ging es dann insbesondere um so ein Baugrundstück mit einem Haus drauf, das abgerissen werden konnte, auch in Hamburg. Ne? Das hattest du verkauft. Und da sind die Geldwäscheprüfer sogar dann hellhörig geworden. Wie kann das sein, das ist so teuer, dass dieses alte Haus für so viel Geld plötzlich verkauft worden ist? Ja, das kam dann halt dadurch zustande, dass man dort halt einfach Neubauwohnungen dann bauen konnte auf diesem Grundstück. Ne? Plus die Bauträger mögen das natürlich gar nicht, dass die Eigentümer und Makler auch anfangen, mit dieser Methode zu rechnen. Ja, das muss man auch wahrscheinlich doch mal so sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite viele Bauträger finden es toll, dass man halt selber als Makler sich damit auskennt und diesen Dreisatz auch relativ zügig rechnen kann, grob, und dann, dass sie sich da gut abgeholt fühlen, weil sie selber wissen, okay, das lässt sich ja eigentlich relativ transparent berechnen. Aha. Ja, gut. Also meine Tasse ist, ich gucke mal kurz rein, jetzt gleich leer. Es war uns wieder ein Vergnügen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und schaut euch weitere Folgen an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Jo. Ciao.